Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Wir befinden uns mitten im sechsten großen Krieg. Nicht Weltkrieg kann man das eigentlich nicht wirklich nennen. Er ist doch recht lokal begrenzt. Weil Österreich als Großmacht zu bezeichnen ist vielleicht etwas verwegen bereits. Auf jeden Fall, wir haben derzeit den Krieg mit Österreich und Frankreich, gemeinsam mit Deutschland und Italien, hauen wir die ganz schön zusammen. Österreich soll eigentlich urviel verlieren, wenn es nach Deutschland und Italien geht, aber eigentlich will ich, dass eher Frankreich Sachen verliert. Jetzt bin ich auf eine Idee gekommen, nachdem ich Frankreich ja schon was verlangt habe, kann ich auch einen Separatfrieden mit Österreich verlangen. Und das werde ich jetzt auch tun. Und zwar werde ich die Slowakei rausnehmen. Und dass sie nur Dalmatien verlieren, dann ist nur noch Frankreich mit uns im Krieg. Und ich nehme an, dass die anderen dann auch Sachen von Frankreich verlangen. Schauen wir mal. Ja. Außerdem haben wir gedacht, ich muss uns einmal anschauen, wie das da ausschaut. Ich müsste Deutschland mit Frankreich ja Schlitten fahren. Und das tun sie offensichtlich auch. Was macht eigentlich Italien in der Zwischenzeit? Machen die auch irgendwas oder sind die halt einfach nur da? Schaut fast so aus, als wären sie einfach nur da. Also wie schon gesagt, im Normalfall denke ich mir einfach, dass das funktionieren müsste. Was ist jetzt mit Österreich? Überlegen die noch? Machen die das nicht? Dabei wäre das ein gutes Angebot für sie. Worauf warten die noch? Seid ihr dumm einfach nur? Ich wollte euch ohne die Slowakei rauslassen aus dem Krieg. Ich will nicht, dass Deutschland die Slowakei kriegt. Ihr Dolme. Nein. Mach bitte den Frieden so, wie ich ihn dir vorschlage. So. Jetzt haben sie noch Polen verloren, noch Ostgalizien und Polen verloren. Ich hoffe, das geschieht ihnen definitiv recht. Was Schlachten minus 16? Sind wir irre? Wir verlieren die Schlachten gegen die Franzosen? Das gefällt mir gar nicht. Könnten wir bitte da mehr Schlachten gewinnen? Wir sind doch bei weitem mehr Leute. Mir ist das wurscht. Aber ich muss jetzt nochmal Dings. Ich muss jetzt als nächstes beginnen, mal meine Finanzen wieder zu regeln. Immer 50% runter und auf 60. Die Schiffe gehen auf 30%, weil wir fahren ja eh nicht mit Schippernakeln. Ach, das ist halt sehr teuer. Durch den Krieg sind meine Fabriken nicht besonders profitabel. Scheinbar.
Wir sind ein schönes Minus. Na, schau dir was an. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir nochmal so fest ins Minus rasseln in dem Spiel. Daher. Du gehst daher. Ja, immerhin. Wir sind schon auf 6%. Ich glaube, da verliert Frankreich auch nicht wirklich. Ja, doch. Da sind die ganzen italienischen Truppen also. Deswegen hat auch keiner was von Frankreich bis jetzt verlangt, weil die tatsächlich da die Kämpfe gewinnen. Im Großen und Ganzen. Weil die Deutschen lieber erobern, anstatt dass sie... Das ist okay. Leichte Artillerie, schön, schön. So, was machen wir mit dir jetzt? Und die gehen wir da rüber. Das ist auch noch Frankreich, oder? Noch einen Haufen zum Erobern gehabt, na gut. Ist wurscht. Das wird der eine schaffen, hoffe ich. Ja, wir sind schon auf 35% und die Schlachten sind jetzt auch schon plus ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Ich hoffe, irgendjemand haut da noch einen Haufen Kriegsgrund dazu. Wow, aus Österreich-Ungarn ist ziemlich zerfleddert worden in den letzten Jahren. Die haben so ziemlich alles verloren, was man nur so verlieren kann. Ganz mehr. Kann man besser versorgen. Ach ja. Was? Ja, Japaner. Das gibt's ja wohl nicht. Gerade Bukhara haben nichts Besseres zu tun. Kiva. Bukhara.
So, Xinjiang. Meinung senken. Von Japan. Schauen wir mal. Wieso fügt er keinen Kriegsgrund gegen Frankreich hinzu? Immer noch den niedrigen Kriegsgrund, der kostet nur 0,9 Infamie. Ich meine, gegen Österreich hauen sie so viel Zeug drauf, aber die, die wir wirklich schwächen wollen, nämlich Frankreich, will keiner schwächen von euch Wapplern. Sehr ärgerlich. So, du gehst einmal nach Djibouti. So, Frankreich. Nicht klar, dass sie das Kongo nicht so gern hergeben, weil dann kommen sie nicht mehr zu ihren inneren Kolonien hier. Was gut ist, weil die werden dann hoffentlich rebellieren und sie rauswerfen. Und sind dann vielleicht auch leichter für mich zu erobern. Ja, oder auch nicht. Weil ich die Infamiepunkte nicht ausgeben will. So, wie schaut das aus da? Jetzt müssten die Deutschen eigentlich schon ziemlich über euch drüber gefahren sein. Da gibt's nichts mehr. Da wächst kein Gras mehr. Haben wir Paris schon eingenommen? Also hat Deutschland Paris schon eingenommen? Ja, haben wir schon. Aber eigentlich müssten die jetzt schon langsam sagen. Jo. Gut. Ein britisch-tibetischer Krieg. Was? Travancore. Ausgezeichnet, hervorragend. Das heißt, wir bauen dort jetzt solche Typen. So, wir müssen Schulden abbauen. Wir gehen da auf 50% zurück und lassen den Rest einmal so wie es ist. Ausgezeichnet. Geld steigt. Travancore. Achso, nein, warte mal. Jetzt schauen wir mal, was die dort haben in Travancore. Wo war das da? Wir haben Gummi. Wofür brauchen wir Gummi nochmal? Für Autos kann das sein? Yes. Dann fahren wir mal dort eine Automobilfabrik hin. In Travancore werden wir dann auch noch eine Elektroteilefabrik und eine Stahlfabrik würde ich auch noch ganz gern hinbauen.
Die Kolonisten. Das brauchen wir auch noch gleich hin. So, als erstes holen wir mal dich daher. Da brauchen wir mal vorher und da brauchen wir mal vorher. Sicherheitshalber. Und das dann nicht mehr ganz so. Frankreich hat eins auf die Rübe gekriegt. Gut. Und Deutschland ist nicht wirklich mächtiger geworden. Industriemäßig sind wir stärker geworden. So, wir müssen nur aufpassen, dass wir da nicht bei den Rebellen von Bundelkant durchgehen. Ich hoffe, die überleben das. Boah, sehr gut, sehr gut. Das heißt, wir werden da unsere Truppen doch nochmal kurz ein wenig besser ausrüsten. So, sind da die großen Kaliber da? Fangen wir mit 48 an. Oh, 70.000 Mann. Irre. So, haben wir da noch Truppen rumstehen, die nichts zu tun haben, aber sind alle im Kampf. Ihr hier habt ihr nicht allzu viel zu tun. Ja, überall. Okay, zuerst gehst du mal daher. Dann da. Da und da. Und dann wieder daher. Stopp. Du bleibst hier stehen. Warte mal. Nein. Das machen wir überhaupt jetzt so. Wir werden das da auflösen. Keine Typen hier sammeln mehr. Sind hier nur noch ganz wenige gewesen. Ach verdammt. So, du machst mal 1, 2, 3, 4, 5. Du machst mal eine kleine Runde. So, ist Österreich noch im Dings? Tatsächlich, Österreich ist noch immer unter den Top-Nationen. Das wird es nicht mehr lange bleiben, nehme ich mal an. Ja, weil Russland ist schon wieder 8er, was das betrifft. Sollen wir jetzt einmal als erstes ändern? Nein. Ich brauche irgendeinen, der gut in der Angriff ist. +1 auf Angriff, +5 auf Angriff.
Wir haben einen Freund gefunden. So. Nur wirklich viele Leute, die sind schon echt angepisst. Dabei habe ich gar nicht so. Bin ich doch gar nicht so mies, was das Regieren betrifft. Ihr müsstet mich doch lieben. Wen gewinnen wir einen Krieg nach dem anderen? Okay, wir führen noch einen Krieg nach dem anderen, also so gesehen. Gut, ihr geht einmal daher. Dann daher. Und daher. Und dann müsste es eigentlich schon zu Ende sein da. Okay, Eiserbad. Zurück. So, so. Der Gegend habe ich relativ wenig Truppen. Nur aber vorsichtig sein. Nicht, dass ich mich da mit einem zu überanstrenge. Okay. Werde ich den da vielleicht auch unterschicken in die Richtung? Sollte vielleicht dann gleich unten bleiben.
Ist die schon runtergekommen? Wer, ich? Ja, wir sitzen im Dunkeln. Im Übrigen begrüßt die Stimme aus dem Off für mich. Hallo, Stimme aus dem Off. Ach weh. Das ist nicht schön. Und wieder zurück nach Benares. Ah, sehr gut. Du machst es so. So. Und wieder zurück nach Chittagong. So, da haben wir keine. Da haben wir auch keine Revolution. Ausgezeichnet. Gut, die zwei Schlachten schauen wir uns gleich an. Jetzt haben wir unsere letzte Industrieerforschung gemacht. Jetzt können wir da noch weiter raufgehen. Oh, das hätten wir sowieso schon früher machen müssen. Das brauchen wir für die Radiofabrik. Mist. Machen wir mal das alles da. Ist okay. Ist auch okay. Scheint okay zu sein. Ah, du bist noch immer nicht. Du bist noch nicht auf den Weg geschickt worden. Ziemlich viele Rebellen. Warum? Der läuft auch schon rum. Der läuft auch schon rum. So, die laufen jetzt alle. Das heißt, im Endeffekt, glaube ich, können wir das so machen. Super. Was? Die Belagerung von Delhi verloren? Gefällt mir nicht.
ist Delhi. Was ist da? Nein, das ist Agra. Ah, da ist Delhi. Deshalb. Das sind wir noch gar nicht. Mit unseren Truppen. So, du, wo gehst du dann hin? Du gehst dann am Schluss dahin. Das heißt, du gehst jetzt mal daher und du gehst auch daher. Und da trifft's euch. Sind mit ihrer Bekämpfung bereits fertig. Ihr werdet ein Team. Gut, Delhi haben wir erobert. Gibt es noch Kriege? Ja, der britisch-tibetische Krieg ist noch mitten im Gange. Das wäre super, wenn die Tibeter diese 2000 Typen aus Orissa töten würden. Nachdem sowieso niemand zu... Na, oh ja, die müssten nach Tibet kommen, die haben da tatsächlich eine Grenze. Großbritannien ist so unfähig, was das betrifft. Ah, wir können eine neue Reform durchsetzen. Den 12-Stunden-Tag vielleicht oder niedrigen Lohn. Hm. Wir werden einen Mindestlohn geben. Macht unsere Leute zufriedener. Gut, schaut gut aus. Keine bösartigen Belagerungen mehr. Was kann man nicht da schauen? Nein, keine Belagerungen mehr. Ausgezeichnet. Wieso bin ich in der in den Niederlanden rausgeworfen worden, frage ich mich gerade. Von wem? Von Großbritannien? Echt jetzt? Oder von Italien? Ach nein, Italien hat in ihrer Einflusssphäre schon. Sehr ärgerlich. So, naja, wie schon gesagt, das geht jetzt natürlich alles ratzfatz. Wir haben wieder einen Haufen Geld. Wir werden das Darlehen tilgen da. Gut. Mit etwas Glück verlieren die Schlacht gegen die Faschisten. Und dann werden die das vielleicht doch noch erobern. Dann kommt es zu einer Revolution und Bundelkant macht sich unabhängig von Großbritannien.
lang lebe Indien. Warschau ist jetzt eine Provinz von uns. Nein, eine nationale Tragödie. Hat das jemand erlaubt? Fast das Darlehen auch zurückbezahlt wieder. Edelstahl, mehr Produktionsleistung Stahl ausgezeichnet. So, wenn wir die Schulden alle zurückbezahlt haben, werde ich Schluss machen für heute. Dann werde ich vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten machen, wie zum Beispiel, also in der Pause quasi bis zum nächsten Mal, wie zum Beispiel meine Fabriken wieder neu aufbauen. Ja, bis dahin. Und das nächste Mal sehen wir uns dann wieder. Bis dann wünsche ich euch einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann. Und nochmal was erforscht. So, wir gehen einfach weiter bei der Experimentalpsychologie. Einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes.